Rolle der Landschaft im Buch an und kam dann in dem Querverweis auf das Dresdner Elbtal. Könnten Sie sich vorstellen, sich der Vorgänge in Dresden in den letzten Jahren, was die Meile zwischen Augustusbrücke und Blauem Wunder anbelangt, irgendeines Lages mit der Arisch zuzuwenden? Naja, ich habe ja hier einen ganz, ganz wackeren Mann vor Ort. Mein Freund Rosenlöcher lässt sich ja sogar anketten, wenn es drauf ankommt. Ne? Nee, aber Sie können gewiss sein, auf diese Stadt wird geschaut, auch von draußen, von Berlin aus zum Beispiel. Und nicht nur, weil ich hier Brüder habe, sondern weil mir das ja, ja sehr nahe geht. Ne? Und wie gesagt, so eine Stadt hat eben eine eigene Erfahrung, wie sie kaum eine, natürlich viele große deutsche Städte sind grauenhaft zerstört gewesen. Ne? Hannover, Hamburg und so weiter. Aber Dresden ist eben eine ja, besonders ja, eindrückliche Mahnung, weil das eben eine solche schöne Stadt war und in vieler Weise auch wieder ist. Ja? Und eine solche Stadt braucht ein, meiner Ansicht nach hat sie das sozusagen von Natur aus nun, ne? Ein Bewusstsein, was Geschichte sein kann, ne? Welche wunderbare Schöpferkraft der Mensch hat und was für eine Zerstörungskraft in Verhältnissen liegen können. Ne? Deswegen, wie gesagt, ist auch nicht egal, wie die Abläufe an diesem 18. Februar sind. Und das beginnt damit, wie die Stadtleitung ermöglicht, dass sich die Bürger zeigen vor Ort. Und ich hoffe, das wird glücklicher sein als im letzten Jahr. Und natürlich, auf dem Papier ist mir das selbstverständlich, man ist da nicht an Gesetze gebunden, aber ich finde auch als Bürger muss man wissen, welche Gesetze zu respektieren sind und wann Gesetze nicht zu respektieren sind. Ne? Wenn die Vorgänge es notwendig machen, dass man eine Blockade bildet, die justiziabel ist, ne? Dann muss das nicht bloß Tiere riskieren, sich da zu zeigen, sondern die Einwohner haben dasselbe Recht wie ein Vizepräsident des Bundestags, zu sagen, Moment, meine Bürgerpflicht ist natürlich, hat natürlich mein Wissen, meine Erfahrung ist wichtiger als irgendwelche Polizei. Ansagen. Ne? Aufmachen! 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 Yeah, I've been my friend.
Entschuldigung.